Okay, dann schauen wir uns jetzt mal das neue Video von Kurzgesagt an. Und zwar, bist du ein NPC? Ich persönlich würde für mich sagen, 100%. Manchmal stehe ich so richtig brain AFK in der Gegend, irgendwo in der Stadt, und guck einfach irgendwo random hin. Und andere Leute denken dann safe, dass irgendwie ich noch nicht gerendert bin oder sowas. Hattet ihr schon mal so richtig krasse NPC-Momente, wo ihr dachtet, dass euer Gehirn gerade auf Pause gestellt wurde? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank an die Kanalmitglieder. Dank euch bleibt der Kanal weiterhin werbefrei. Checkt gerne mein Instagram ab und dann würde ich sagen, halte ich meine Fresse und wir gehen jetzt rein. Let's go. Bist du frei? Kannst du tun und lassen, was du willst? Oder bist du ein NPC und kannst nichts selbst entscheiden? Du glaubst, du könntest über dein Leben bestimmen oder zumindest über dein Frühstück. Aber vielleicht ist... Bro, okay? Oh mein Gott, ich werde mich nach dem Video einfach gar nichts mehr trauen. Ich werde alles hinterfragen, was ich mache. Ist das eine Illusion? Möglicherweise zwingt dich die Physik, dein Leben wie auf Schienen zu leben. Ganz ohne freien Willen. Freien Willen erlebst du ständig. Du hast zum Beispiel entschieden, dir dieses Video anzuschauen, statt etwas Nützliches zu tun. Freier Wille ist... Bruder, ich nehme auf. Es ist auf jeden Fall sinnvoller, okay? Die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, was du tun willst. Du formst die Zukunft durch deine Handlungen. Das ist der Kern des menschlichen Zusammenlebens. Es bedeutet, dass du für deine Handlungen verantwortlich bist, worauf unsere Moral- und Rechtssysteme beruhen. Das Thema hat so viele Facetten, moralische, psychologische oder biologische. Wir konzentrieren uns hier auf das Wesentliche. Gibt es freien Willen überhaupt? Bruder, okay, das Thema wird deutlich deeper, als ich dachte. Holy shit. Okay, ich weiß nicht, ob freier Wille existiert. Ich glaube, bis zum gewissen Maße, ja. Ich glaube, es wird keine 100% Ja- oder Nein-Antwort sein. Das ist mein Call. Es gibt zwei philosophische Lager dazu. Egal, wie wir es darstellen, werden sich beide aufregen. Also nutzen wir unsere eigenen Worte. Oh, stark. Das erste Lager behauptet, dass schon die Idee von freiem Willen grundlegend nicht mit den Gesetzen des Universums kompatibel ist. Du bist ein NPC. Danke. Was auch immer du genau bist, besteht irgendwie aus deinem physischen Gehirn und Körper. Die bestehen aus Zellen, die aus Proteinen bestehen, die aus Atomen und Teilchen wie Protonen und Elektronen bestehen. Im Grunde bist du also ein ganz bestimmtes, nettes, dynamisches Muster von Teilchen, die keinen Willen, keine Motivation, keine Freiheit haben. Sie folgen blind den Gesetzen der Physik. Wir wissen nicht warum, aber die meisten physikalischen Gesetze sind deterministisch. Etwas passiert also, weil vorher schon was anderes passiert ist. Triffst du beim Billard ein... Digga, Real Talk, wir haben einfach nur Glück. Also die Hülle ist ja eigentlich immer, egal ob Mensch oder irgendein random Tier oder was weiß ich, egal was. Aber wir haben einfach nur Glück, dass wir Daumen haben und wir mit unserem Gehirn raffen, was wir alles mit Daumen anstellen können. Weil sonst würden wir ja wie immer noch wie Affen leben. Aber wir haben halt Waffen gebaut und Häuser und so ein Shit. Und deswegen sind wir die Anführer der Nahrungskette. Das ist schon, also wirklich, das ist echt verrückt. Das hätte uns auch komplett anders treffen können. Stell dir vor, Affen wären einfach so intelligent gewesen wie wir. Wir wären jetzt einfach die Monkeys. Einen Ball in einem bestimmten Winkel mit einer bestimmten Geschwindigkeit, sagen die Gesetze der Physik, wie sich der Ball verhalten wird. Geschwindigkeit, Abprall, alles. Diese Gesetze bestimmen das Verhalten des Balls vollkommen. Auf der mikroskopischen Ebene ist das ziemlich genau. Ich habe die letzten 30 Sekunden gar nicht zugehört. Ich hab komplett weggeschalten. Okay, warte, ich fokusse mich. Auch gleich, nur ohne Spieler. Aktionen und Reaktionen betreffen alle Teilchen im Universum und erschaffen eine Kausalkette, die sich durch die Zeit zieht. Von der Vergangenheit in die Zukunft. Dinge geschehen und lassen andere Dinge geschehen. Stell dir vor, ein superintelligenter Supercomputer hätte sich direkt nach dem Urknall alle Eigenschaften sämtlicher Teilchen im Universum angesehen und aufgeschrieben. Mit den Gesetzen der Physik sollte er vorhersagen können, was sämtliche existierenden Teilchen bis zum Ende aller Zeiten tun werden. Oh. Aber wenn du aus Teilchen bestehst und theoretisch berechnet werden kann, was Teilchen bis in alle Ewigkeit tun werden, hast du nie etwas entschieden. Was? Digga, was? Deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind seit dem Urknall. Aber das geht ja nur um meinen Körper. Ich habe ja noch einen eigenen Verstand und eine eigene Wahrnehmung. Also das wird ja wohl noch das Ganze mit einbeziehen, oder? Festgelegt. Das also ich kann ja jetzt, also natürlich, wenn ich jetzt einfach nur rumliegen würde und nichts hätte außer meine stumpfen Ur-Ur-Ur-Instinkte, okay, dann würde ich halt fressen, scheißen und trinken so und schlafen halt. Aber ich bin ja, also Menschen sind ja schon ein bisschen weiter in der Lage, irgendwie andere Dinge zu tun. Okay, Delfine können das auch, ne, so mit Selbstverletzung zum Beispiel. Also ich kann ja selber bestimmen, ab wann meine Moleküle oder meine Atome und Zellen, besser gesagt, tot sind. So, you know? Also das kann ich ja für mich entscheiden. Das würde bedeuten, dass es sowas... Das kann der Computer ja nicht vorberechnen. ...wie Schicksal gibt und du keinen freien Willen hast.
Du glaubst, du kannst entscheiden, aber bist eigentlich auf Autopilot. Die Bewegungen der Teile... Nee, das würde ich sagen, sind Einzeller, oder nicht? Also wirklich so Dinge, die einfach komplett stupide ihren Instinkten folgen. Oder so weiße Blutkörperchen, so weißt du, irgendwelche Erreger jagen und so. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das Bewusstsein spielt da schon eine ganz, ganz große Rolle. Teilchen, aus denen die Zellen bestehen, die dich dieses Video anschauen lassen, wurden vor 14 Milliarden Jahren definiert. Crazy. Du bist einfach dabei, wenn es passiert. Du bist Zeuge, wie sich das Universum in dir in Echtzeit abspielt. Aber wegen der Quanten... So viel passt in mir rein. Oh. Mechanik geht das nicht, oder? Quantenprozesse sind zufällig und nicht komplett vorhersagbar. Beim Quantenbillard können Kugeln zufällig irgendwo hingehen oder verrückt spielen. Ihr Verhalten ist nicht durch Vorhergehendes bestimmt, sondern entscheidet sich zufällig in Echtzeit. Das Lager, das nicht an freien Willen glaubt, lässt sich davon nicht beirren. Laut ihnen lassen dir Quantenprozesse allein dadurch, dass sie zufällig sind, keine Entscheidungsfreiheit. Wenn deine grundlegenden Bausteine dem Zufall unterworfen sind, entscheiden diese zufälligen Prozesse für dich. Aber wie? Aber das bezieht sich ja immer noch auf Moleküle, Atome und Zellen und so, oder? Sagen wir, ein Elektron kann zufällig nach rechts oder nach links abbiegen. Geht es nach links, löst es elektrische Ströme zwischen Neuronen aus, die eine lange Handlungskette auslösen und dich dieses Video anschauen lassen. Oder es geht nach rechts und lässt dich dein Zimmer aufräumen. Ich glaube, nach rechts gehen die wenigsten Teilchen. Ich glaube, das können wir vergessen. Holy shit. Diese Kette ist extrem komplex. Aber das heißt nicht, dass du sie steuern kannst. Vielleicht okay. Wurde dein Schicksal also nicht beim Urknall besiegelt, sondern jede Sekunde neu. Wichtig ist, dass nicht du entscheidest. Du kannst nicht mitreden. Boah, sehr interessanter Ansatz. Okay, check ich. Dann bezieht sich das jetzt auch noch auf die eigene Wahrnehmung. Aber, ja, okay. Dann ist ja auch vorbestimmt, dass es irgendwann Therapeuten gibt, wenn Leute zum Beispiel extrem psychische Erkrankungen entwickeln oder sowas. Dass dann, also so vor 13 Milliarden Jahren wusstest du ja nicht, oh ja, in 13 Milliarden Jahren wird es den Psychodoktor geben und der kümmert sich dann um den Patienten und ist dann nicht mehr dem Schicksal so, also der Patient ist dann nicht mehr dem Schicksal überlassen, sondern kann dann halt selbst nochmal was entdecken. Aber ja, gut. Aber laut der Theorie ist es ja auch crazy, ja. Also ich glaube, aus dem Video werde ich dann halt so rausgehen, wie am Anfang vom Video. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keinen freien Willen. Tja, das ist irgendwie deprimierend, weil es logisch erscheint. Mhm. Aber... Nein! Schreit... Digga, was war das denn? Bro, was? Logisch erscheint. Aber... Nein! Schreit das Lager, das an freien Willen glaubt. So können wir das Universum nicht sehen. Du bist die Hauptfigur. Natürlich lässt sich alles, was existiert, auf die zugrunde liegenden Teilchen und ihre physikalischen Gesetze reduzieren. Dadurch erscheint die Physik als einzig relevante Disziplin. Aber ein Problem gibt es dabei. Nicht alles im Universum lässt sich nur mit Teilchen erklären. Ein Prinzip der Realität, das sich nur mit Elektronen und Quantenzeugs nicht erklären lässt, ist Emergenz. Also, wenn viele kleine Dinge zusammen neue fundamentale Eigenschaften bilden, die es so vorher nicht gab. Ein Tropfen Wasser ist nichts als eine Trilliarde H2O-Moleküle. Tropft er auf deine Hose, wird sie nass. Aber ja. Was ist Nässe eigentlich? Ich glaube, ein einzelnes Wasseratom ist nicht nass, ne? Ich glaube, nur dadurch, dass es halt mehrere sind. H2O-Moleküle sind nicht nass. Deine Hose. Ah, ja! Sie jetzt schon. Viele kleine Dinge zusammen haben etwas Neues erschaffen, das es auf der Ebene der Moleküle nicht gibt. Emergenz gibt es auf allen Realitätsebenen. Realität scheint in Schichten organisiert zu sein. Atome, Moleküle, Zellen, Gewebe, Organe. Du, die Gesellschaft. Boah, krass, ne? Zitat Ende, Gänsehosen. Eine Schicht bilden gemeinsam die nächsthöhere Schicht. Und dabei tauchen komplett neue Eigenschaften auf. Ein Atom cool. Verarbeitet keine Information. Aber viele zusammen können DNA-Moleküle bilden. Moleküle leben nicht, aber viele zusammen können eine lebende Zelle bilden. Jeder Sprung auf der Komplexität.
Okay, dann sind wir jetzt, glaube ich, da, wo ich es gerade meinte. Also ich glaube, es gibt weder Ja noch Nein, es gibt so ein Jein, irgendwie so ein Dazwischen. Ich glaube, so Einzeller, wie gesagt, die halt keine Wahrnehmung für sich haben, zumindest wissen wir es noch nicht, haben einfach nur ihre Überlebensfunktion und versuchen alles, so wie Tiere einfach versuchen zu überleben. Einfach ein Überlebensinstinkt, der am stärksten ausgeprägt ist. Aber ich glaube, wir sind ja mittlerweile in so einer modernen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, natürlich haben wir noch einen Überlebensinstinkt. Also wir haben ja ganz viele Instinkte noch, aber wir haben auch viele neue moderne Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Und ich glaube, das nimmt das so ein bisschen weg mit dem, dass alles vorbestimmt ist. Hetzleiter verändert die Regeln. Es können völlig neue Dinge entstehen, die viel mehr sind als die Summe ihrer Teile. Und genau daran scheitert die reduktionistische Sicht auf das Universum. Die Realitätsschichten ergeben nur miteinander Sinn. Du kannst Lebewesen mit Zellen erklären, Zellen mit Molekülen und diese mit Atomen. Aber wegen der Emergenz kannst du nicht bei Quantenteilchen starten und das Universum rekonstruieren. Boah, auf welcher Seite seid ihr? Das erste Lager, mit das alles vorbestimmt ist, ist ja auch sehr stark religiös vertreten. Also ich glaube, dass die Mehrheit auf jeden Fall fürs erste Lager sein wird. Ich persönlich wäre gerne hier. Ich glaube nicht hundertprozentig dran. Wie gesagt, so ein Jein wird es wahrscheinlich sein. I don't know, ich denke, es wird ein Kompromiss aus beiden sein, weil es gibt so viele einzelne Teile, worauf sich das beziehen lässt. Ich glaube, du kannst es nicht verallgemeinern. Das kannst du so gut wie bei nichts machen. Und das tut die Welt momentan sehr gerne. Entweder ja oder nein. Aber die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und ja, also mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass die meisten von euch auf jeden Fall im ersten Lager sind. Ich wünschte, dass ihr wer war. Ich fände das schon echt schön, weil das erste ist wirklich deprimierend. Galaxien kann man nicht mit Quantenmechanik erklären oder die menschliche Psyche mit Quarks. Das ist aber noch nicht alles. Die Ebenen der Realität scheinen aus irgendeinem Grund ziemlich unabhängig voneinander zu sein. Einen Einfluss haben Dinge nur innerhalb einer Ebene und vielleicht noch eine Ebene drunter oder drüber, aber viel weiter oben oder viel weiter unten anscheinend nicht mehr. Um herauszufinden, wie Organe funktionieren, brauchst du keine Quarks. Um Politik zu verstehen, brauchst du nichts über Zellen zu wissen. Vorgänge in einer Ebene kannst du nur erklären. Okay, jetzt sagt er das, was ich gerade angesprochen habe, mit, dass wir jetzt mittlerweile in einer anderen Zeit leben und andere Probleme haben. Oh mein Gott, wie interessant. Indem du nah bei dieser Ebene bleibst. Nein, schreit das. Kein freier Wille lager, ist das frustriert. Ist das ein Fiebertraum, Alter? Du kannst freien Willen nicht mit Magie erklären. Aber das Emergenzargument ist keine Magie. Es sagt nur, dass es eine Sackgasse ist, freien Willen deterministisch mit grundlegenden Gesetzen zu denken. Eine Art kategorischer Fehler, als würden wir Galaxien mit Hilfe des Verdauungstrakts erklären wollen. Das ist reduktionistisches Denken über das Universum, das die Wissenschaft lange geformt hat. Aber die Emergenz stellt das in Frage. Vielleicht ist es sinnlos, freien Willen mit Teilchen, deterministischen Gesetzen und Quantenmechanik verstehen zu wollen. Stattdessen sollten wir uns fragen, welche Realitätsebene ist für den freien Willen denn relevant? Boah, wenn ihr jetzt das sagt mit den Überlebensinstinkten und so weiter, mit Einzellern und so weiter. Ich habe das Video noch nicht vorher geguckt, ich schwöre auf alles. Naja, ebenso wenig wie ein einzelnes Molekül feucht ist, will eine einzelne Hirnzelle YouTube gucken. Dieser Wille liegt eine Ebene drüber. Dein Gehirn, ein Verbund aus 80 Milliarden Neuronen. Auf dieser Ebene liegt alles, was dich ausmacht. Bewusstsein, Charakter, Gefühle, Ängste und Träume. Hier entsteht Faulheit. Ist du. Wir wissen nicht wie oder warum, aber dass du hier und jetzt existierst. Wie alles, was in deinem Gehirn vorgeht, zusammenspielt und dich zu dem macht, der du bist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber auf dieser Ebene der Realität bist du Teil des Entscheidungsprozesses. Denn auf dieser Ebene... Also halt echt ein Jein. Also es kommt drauf an. Wenn es ein Einzeller ist, dann halt wahrscheinlich nicht. Aber wenn es halt komplexes Konstrukt ist an ganz vielen Zellen, dann schon. Ebene bist du eine physikalische Ursache von was auch immer in deinem Gehirn geschieht. Du wirst durch deine Entscheidungen geformt und deine Entscheidungen werden durch dich geformt. Auf dieser Ebene kannst du mitreden. Du schaust nicht einfach nur zu, wie das Universum sich in dir drin entfaltet. Du bist ein aktiver Teil davon. Schönes und du kannst machen, was du willst. Zumindest laut dem Lager, das an freien Willen glaubt. Oh mein Gott, das war wieder ein Prank, holy shit. Folgerung und Meinung. Okay, ja gut, also dann wahrscheinlich doch kein Jein, wir wissen es einfach gar nicht. Wer hat recht? Gibt es freien Willen? Wir wissen es nicht. Persönlich finden wir die Argumente für den freien Willen überzeugender, weil sie die Komplexität des Universums mit einbeziehen. Vielleicht ist die Existenz nur die Summe ihrer Teile. Aber aktuell scheint es, als wäre das Universum nicht ganz so banal.
Aber selbst wenn du keinen freien Willen hast, was hätte das praktisch gesehen für Auswirkungen? Also, falls du an einen freien Willen glaubst, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dich dafür entscheidest, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Falls du keinen freien Willen hast, dann musst du es jetzt tun. Da führt kein Weg dran vorbei. Es ist vorbestimmt, du musst es jetzt tun. Subjektiv fühlt es sich an, als könnten wir eigene Entscheidungen treffen. Solange wir nicht sicher sind, was stimmt und es sich... Übrigens die ganze Zeit schöne Anspielungen. Ne? ...anfühlt, als würdest du selbst entscheiden. Was tut es zur Sache, ob ein nicht existierender Supercomputer die ganze Zukunft beim Urknall hätte berechnen können? Oder ob tiefliegendes Quantenzeugs deine Zellen ganz zufällig in die eine oder die andere Richtung springen lässt? Uns reicht freier Wille, der sich frei anfühlt. Am Ende ist egal, ob der Wille frei ist oder nicht und welche Moleküle wo liegen und sich zusammenschließen oder welche Zellen wo sind. Das einzig Wichtige ist, wo das Herz liegt. Solange das Herz am rechten Fleck ist, ist alles andere in Ordnung. Entschuldigung. Was jetzt? Du entscheidest. Ein paar Dinge erledigen? Mehr unserer Videos anschauen? Es liegt ganz bei dir. Wahrscheinlich jedenfalls. Oh, sehr schönes Video. Sehr, sehr, sehr starkes Video. Lass uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Ich persönlich bin auf jeden Fall eher im zweiten Lager, auch wenn nicht zu 100%. Also ich würde es jetzt nicht bis zum Tod verteidigen und so. Aber ich glaube, dass viele Dinge einfach zu komplex sind, um es einfach zu verallgemeinern. Egal, auf was wir das jetzt beziehen. Auf Politik, auf die menschliche Biologie, auf das Universum. Ich glaube, man hat einfach keine universelle Antwort. Das funktioniert einfach nicht. Dafür sind Dinge zu komplex geworden. Aber lass mich gerne auch deine Meinung in den Kommentaren wissen. Auf welcher Seite des Lagers stehst du und warum? Schreib es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich lese mir das alles sehr, sehr gerne durch. Bin sehr gespannt. Ansonsten würde ich sagen, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao, ciao.